wie gesagt, jeder Bär hat eine Individualität. Jeder Bär wird entsprechend seinem Gesicht dann auch gekleidet. So wie er völlig dann nackt erscheint, so wird er eingekleidet, wenn er es denn will. Manche bleiben nackt und oder bärig und das ist auch in Ordnung. Und wie gesagt, da gibt es keine Grenzen. Es ist immer wieder was Neues. Jeder Schnitt lässt sich tausendfach variieren. Für mich kein Ende und kein Anfang. Das sagen die Leute bei mir auch immer, dass es kein Ende und kein Anfang gibt. Und das ist ja das Schöne. Also ich könnte keine 100 kleinen Bären machen. Das wäre für mich das wäre Höchststrafe für mich. So muss ich immer andere Bären machen und mir immer wieder was Neues einfallen lassen. Mit Breze, schau mal. Also hier gibt es mit Sicherheit visuell keine zentrale Ermüdungsphase. Bären, wenn man führt. Schöne Weihnachten, galakamp.tv.